Ja, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Fight Champions Channel Video hier bei uns auf dem YouTube-Channel. Und heute Buniada gegen Sakul. Es gab diese Woche tatsächlich nicht so extrem viele gute Spiele. Ich habe trotzdem zwei gefunden und habe sie direkt aufgenommen, damit mir das mit dem Update, was voraussichtlich nicht mehr ansteht, aber trotzdem der Sicherheitshalber habe ich beide aufgenommen. Wir beginnen mit Buniada gegen Sakul. Das ist das erste Match. Bin letztes Jahr sehr gut unterwegs gewesen. Hat sich auch für den FAT Champions Cup im Januar qualifiziert gehabt, also in FIFA 19. In FIFA 20 fehlt ihm momentan die Qualifikation noch, aber ist sehr gut unterwegs, was im FAT Champions angeht, also was Weekend League angeht, was die Qualifier an sich angeht. Hat aber noch nicht gereicht eben für eine Qualifikation. Sakul, muss ich nicht viel zu sagen, einer der besten Deutschen und auch einer der besten international, super starker Spieler, und da bin ich sehr gespannt auf diese Partie. Auf der Xbox wohlgemerkt, beide unterwegs. Buniada letztes Jahr noch auf der PlayStation gewesen. Ich weiß gar nicht genau, warum er gewechselt ist, aber hat die Entscheidung getroffen, auf die Xbox zu gehen dieses Jahr. Und auch da scheint es recht gut zu funktionieren. Schauen wir uns nochmal die Aufstellung der beiden an. Da sehen wir sie. Und die Teams unterscheiden sich von der Qualität her, würde ich sagen, minimal. Wir fangen an in der Defensive bzw. im Tor beide mit Alisson. So, und dann gibt es halt die Unterschiede: Dalbert, David Luiz, Varane und Emerson auf der linken Seite bei Buniada. Man muss dazu sagen, Varane letzte Woche, glaube ich, noch 88er gewesen, zumindest auf seinem Screenshot von gestern wohlgemerkt. War es noch ein 88er, hier ist es schon ein 89er. Auf der anderen Seite haben wir Mendy, Varane und Van Dijk ganz normal in Gold. Also da verzichtet Sakul eher auf Defensive und pusht die Offensive. Und dann haben wir Aarons auf der rechten Verteidigerposition. Im Mittelfeld haben wir dann bei Buniada Neymar, Firmino, Vieira, Ronaldo und Messi. Und ganz vorne im Sturm dann Salah. Salah in Rot übrigens, hat ihn also in Rot gezogen. Deshalb vermutlich auch dieser Link mit Firmino. Ich denke, da wird er sein Team so ein bisschen umgebaut haben, um eben den roten Salah in sein Team stellen zu können. Hätte da durchaus was anderes machen können. Aber auch Firmino ein sehr, sehr starker Spieler an der Stelle. Bei Sakul haben wir dann Joao Felix, Vieira, Hullet, Neymar, Ronaldo und Ronaldo. Also R9 und CR7. Das ist schon krass. Also da muss man sagen, CR7 wird als Totti extremst gefeiert. Und wir haben halt Neymar in Form. Da sind so die Unterschiede. Wir haben natürlich Messi auf der anderen Seite. Ich vermute mal, es wird ein 4-2-3-1 auf Seiten von Buniada. Das werden wir gleich aber in-game sehen, hoffentlich. Und bei Sakul sieht es eher nach einem 4-2-2-2 aus. Könnte allerdings auch ein 4-2-3-1 sein. Also hat sehr viele Spieler, die individuell auf verschiedenen Positionen spielen können. Ich würde aber dazu tendieren, dass es in einem 4-2-2-2 geht. Aber wir werden es sehen. Und damit würde ich sagen, ab ins Gameplay. Also, rein ins Game. Ich muss mich übrigens korrigieren, bei Sakul habe ich gesehen, gerade bei der Aufnahme ist es der 94er R9, nicht der 96er. Sorry dafür, das Umbauen würde mir jetzt zu lange dauern, deshalb habe ich es drin gelassen. Und ja, der Unterschied also schon mal weg. Beide mit dem 94er R9 unterwegs. Rein ins Game, von links nach rechts Buni, von rechts nach links Sakul. Buni mit dem Anstoß und mit der ersten Möglichkeit anzugreifen. Wie gesagt, ein Spieler, der insgesamt sehr stark ist, schon etwas älter. Ich meine 26 Jahre, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Nagelt mich da allerdings nicht fest, hat auch Familie und so weiter. Dementsprechend muss man das so ein Stück weit einordnen, wie es bei Sakuls Teamkollegen ist. Dem guten Stylo. Das ist schon doppelt schwierig, dann auf dieses Niveau zu kommen. Gute erste Möglichkeit, weil man natürlich auch andere Verpflichtungen hat. Und da habe ich riesen Respekt vor. Und hier mit der ersten Möglichkeit eben auch gegen Sakul. Varane und Virgil van Dijk. Jetzt mal für Sakul die Möglichkeit. Die Jungs vom Focus Clan, Vierer-Team, den guten
Stylo hatte ich schon erwähnt, aber auch Prones mit dabei. Und Wooba, der amtierende Weltmeister, der noch nicht so richtig in Tritt kommt. Und da bin ich sehr gespannt, wie für ihn die Saison wird. Und Saku läuft allerdings rund in dieser Saison. Wow, Felix. Ronaldo wird hier weggedrängt von Varane. Das macht er erst gut und dann unsauber. Und Saku darf nochmal, bringt den Ball allerdings komplett wieder zurück. Hullet in die Spitze auf R9. Der abgebrochene Dragback. Schöner Elastico und guter Pass auf CR7. Der scheitert allerdings am Torhüter, gibt Eckball. 12. Spielminute, erster Standard. Varane geht hinten rum. Vieira, wow, Felix. Aber gut aufgepasst hier von Boni mit Dalbert und kann jetzt angreifen. Vieira. Roberto Firmino. Ja, schöne Passkombination. Nochmal Firmino mitgenommen. Vieira auf R9. Messi dran. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Die ersten Ansätze sehen gut aus, aber dann im Drittel von Sakul wird schwierig. Sakul, muss man allerdings auch sagen, kein Fallobst. Der war, glaube ich, momentan bei jedem Event dabei. Man muss allerdings beim letzten nochmal einstreuen, dass er nachgerückt ist, weil ein Spieler aufgrund der Visa nicht konnte, ist er kurzfristig nochmal nach Atlanta mitgekommen bzw. nachgereist. Und nichtsdestotrotz eine ganz starke Saison bis hierhin. Lionel Messi. Nochmal Boni mit der Möglichkeit. Vieira. Lionel Messi. Versucht es per Hacke. Das ist zu viel klein-klein. Jetzt geht es schnell in die andere Richtung. Ronaldo auf R9. Der im Strafraum gegen David Luiz. Die Flanke kommt richtig gut. Und Felix am Tor vorbei. Riesenmöglichkeit für Sakul zum 0:1. Das ist ein wenig glücklich hier für Boni, der momentan bis auf die erste Aktion da keine Offensivpower gerade entgegenzuwerfen hat. Aber es steht 0:0 und damit ist weiterhin alles offen. Und Sakul kommt übers Kurzpassspiel. Aber auch hier Varane in der Mitte da und holt sich das Ding. Seitenwechsel, Emerson nochmal gut verarbeitet. Er ist schon im Ausgesehen, den Ball. Aber David Luiz, Vieira. Also wir sehen es. Bei Boni ist es auf jeden Fall ein Spiel mit zwei Zentraldefensiven. Firmino spielt da mit auf der RZM-Position. Es ist ein 4-2-3-1 bei Boni, wenn ich das richtig erkenne. Bei Saku jetzt sehe ich leider kein. Sagen wir schnell. Kein Radar hier, aber es sieht sehr nach einem 4-2-2-2 aus, beziehungsweise vielleicht auch ein 4-4-2, wäre aber eher unwahrscheinlich bei den Spielern, die er hat. Kommt hier mit Mendy. Hole 30 Minuten gespielt mittlerweile und so richtig viel Durchschlagskraft ist noch nicht da. Aber wir kennen es von FIFA 20. Das ist nun mal ein Spiel, das erstmal auf Verteidigung ausgelegt ist und dann eben mit wenigen Aktionen so viel wie möglich vorne rausholen. Neymar. Dalbert. Varane. Boni lässt sich Zeit. 35. Spielminute. Emerson. Salah als rechter offensiver Mittelfeldspieler hier. Lionel Messi, klasse gemacht. Schöne Ballrolle und dann ist Salah frei. Salah mit der Schussantäuschung. Salah Richtung Grundlinie. Das löst er richtig gut. Und in der Mitte den Zentraldefensive Vieira, der nur noch einschieben muss. Und das muss man sagen, ist klasse gemacht. Erstmal Leo Messi mit der Ballrolle zieht er klasse vorbei, setzt Salah ein. Und dann mit Salah ganz viel Ruhe. Ganz, ganz viel Ruhe. Täuscht erstmal an, dass er wieder zurückgeht, geht dann doch nochmal Richtung Grundlinie. Und Vieira steht dann vollkommen blank und macht hier das 1:0. Und das ist genau das Ding. Nochmal, du musst aus den wenigen Dingen, die du hast, in FIFA 20 vorne so viel machen, wie geht. Nun, Boni macht momentan das Maximum draus. Eine richtig gute Aktion und die ist direkt drin, wenn wir mal die aus der ersten Minute außen vor lassen. Hier befreit er sich nicht gut, muss jetzt wieder mit allem Mann hinten drin. R9 und dann David Luiz, das war wichtig.
wieder nicht gut rausgespielt. Das sind die Momente, da musst du konzentrierter sein, das musst du besser ausspielen. Vieira jetzt dazwischen. Jetzt findet er mal R9 und schaut, wo kann er ihn. Dalbert. Seitenwechsel, das ist immer gut. Gibt erstmal ein bisschen Luft. Sala. Roberto Firmino und Hullet mit einem starken Einsatz hier. Freistoß und die letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit brechen an. Also es ist schon Nachspielzeit. Nochmal Ballbesitz für Sarkul. In diesen Momenten kann man sehr viel rausholen. Crunch-Time. Sage ich immer und immer wieder. Da müssen die Angriffe doppelt konzentriert kommen, denn da gibt es ganz oft das Maximum an Ertrag raus. Aber hier ist Neymar, schnappt sich den Ball und dann sagt der Schiedsrichter, okay, das war's erstmal. Insgesamt eine recht ausgeglichene Partie, wobei man sagen muss, dass Sarkul aus meiner Sicht deutlich mehr Spielanteile hat, weil Buni auch von hinten sehr viele Passfehler macht. Man sieht zwar eigentlich 90% Passgenauigkeit, aber die Bälle, die er verliert, die spielt er gerne mal aus dem eigenen 16er Sarkul wieder in den Fuß. Insgesamt sieht die Statistik ein bisschen anders aus, als ich sie vielleicht in Erinnerung hätte. Also mehr Schüsse auf Seiten von Buni, bisschen mehr Ballbesitzvorteil. Wie gesagt, die Passgenauigkeit hätte ich auch schlechter eingeschätzt. Aber manchmal sieht es von hier oben eben anders aus, als die Statistik es hergibt. Und das Ergebnis zeigt eben auch, dass Buni hier mit 1:0 in Führung ist. Und die Statistik spricht dann auch in dem Fall für ihn. Wie gesagt, Sarkul mit 94% Passgenauigkeit, das ist schon wahnsinnig stark. Und er muss jetzt ein bisschen was tun in den zweiten 45 Minuten. Und hat Anstoß und die erste Möglichkeit hier auf dem Platz in Halbzeit 2. Kommt über R9. Er schaut lange, wo kann er hin. Buni lässt ihm da sehr viel Raum, geht nicht direkt drauf. Dann Sarkul im Strafraum und dann wird attackiert. Und das sind genau diese Momente. Jetzt mal kein Fehlpass, sondern nicht gut rausgespielt. Und dann darf Sarkul wieder nach vorne agieren. Hullet. Auf R9 mit dem angefakten Dragback, aber wieder stark verteidigt hier von Buni. Und das ist momentan sein Plus, dass er immer wieder in den Bällen in der eigenen Hälfte bzw. im eigenen Strafraum drin ist. Darf jetzt mal wieder selbst aufbauen. Roberto Firmino auf Vieira, Dalbert auf Neymar, gibt ein bisschen Platz auf der linken Seite, sucht hier auch das 1 gegen 1, findet vorne allerdings dann R9 und ein klasse Ball wieder auf Lionel Messi. Aber der Ball geht knapp am Tor vorbei, beziehungsweise hier sogar gehalten worden. Was ist das denn? Alisson mit einem ganz, ganz dicken Bock und dann muss R9 nur noch reinköpfen. Das ist richtig belastend. Für Sarkul und Buni nimmt das Ding natürlich gerne mit. Da sehen wir es nochmal. Kopfball an die Latte und Alisson sieht da gar nicht gut aus. Den muss er woanders hinfäusten. Aber ich glaube, David Luiz halt vorher dran an diesem Ball. Dadurch wird es irgendwie schwierig. Und so steht es hier plötzlich 2:0. Und Sarkul im Hintertreffen. Und es sind nur noch knapp 30 Minuten in dieser Partie, 30 Ingame-Minuten zu gehen. Was hat Sarkul noch im Köcher in dieser Partie? Hullet, Vieira, R9 auf CR7. Ball deutlich am Tor vorbei. Nicht mal geblockt. Hier hätte ich eher gedacht, dass dieser Ball geblockt werden könnte. Aber CR7 mit dem in Anführungsstrichen schwachen linken am Tor vorbei. Buni auf dem Weg nach vorne über Vieira, dem Torschützen, zum zwischenzeitlichen 1:0 in Halbzeit 1. Kommt über Emmers, aber stark mit Mendy hier von Sarkul dazwischen gegangen. Nun baut jetzt selber auf Hullet. Hullet, guter Ball auf Neymar. Ja, Neymar scheitert erstmal an Salah einmal und beim zweiten Mal hat Salah das Ding auch fix. Dann darf Buni vielleicht mal wieder einen Konter setzen, Fragezeichen. R9 versucht es auch mit einem Chip nach vorne, aber Varane passt auf. Und dann gibt es die Möglichkeit für den Konter, allerdings diesmal für Sarkul. Neymar, klasse Chip auf CR7.
Und der mit dem Anschlusstreffer. Gut gemacht. Boni eigentlich mit der Möglichkeit für den Konter. Dann ist Varane, da fängt das Ding ab und Sakul dreht die Situation. Nimmt selbst die Möglichkeit. Kontert, bringt einen klasse Chip auf CR7 und der versenkt zum 2:1 Anschlusstreffer. Und damit ist wieder alles offen. Gut 22 Ingame-Minuten. Nicht gut ausgespielt hier von Boni. Wieder Möglichkeit für Sakul. Kommt über. Wow, Felix, wird nochmal richtig spannend hier. Guter langer Ball auf Aarons auf der rechten Seite, aber Vieira ist mit dabei. Und dann darf Boni wieder aufbauen, nimmt erstmal ein bisschen Ruhe rein. Aber Sakul mit sehr viel Druck vorne, schon vier Mann in der Offensivlinie. David Luiz, aber das löst Boni bis hierhin erstmal gut. Muss allerdings aufpassen, Varane, so ein Ding darfst du dir halt einfach nicht erlauben. Gerade wenn Sakul so Druck macht. Guter langer Ball auf Salah und der hat Tempo. Die Frage ist, wohin? Erstmal allein auf weiter Flur und kommt hier auch nicht mit dem Pass auf Messi. Und damit wieder die Möglichkeit für Sakul. 75. Spielminute. Noch gut 15 Ingame-Minuten. Was kriegen wir hier noch zu sehen? Wow, Felix. Gute Ballrolle weg von der Grätsche. R9 und links ist Neymar auf CR7. Ausgleichstreffer. 2:2. Klasse gemacht, gut Druck gemacht, die Bälle erobert und dann schön die Seite von rechts nach links gewechselt. Nochmal CR7 mitgenommen und diesmal mit dem starken rechten Fuß ins lange rechte Eck. Also CR7, Totti bei Sakul mit dem Doppelpack und mit dem Ausgleich hier gegen Boni. Und Sakul macht direkt weiter Druck. Nach dem Anschluss muss jetzt allerdings so ein bisschen zurückziehen und Boni löst das gut. Also nimmt sich erstmal raus wieder hinten rum und schaut, wo kann er hin. Das ist natürlich für ihn jetzt gerade eine schwierige Situation. 2-0 Führung gegen Sakul und plötzlich steht es wieder 2-2. Da fängt es an im Kopf zu rattern. Lionel Messi nochmal auf David Luiz. Varane, Emerson. 8 Minuten, wer holt sich dieses Ding oder gehen wir in eine Verlängerung? Ronaldo gut dazwischen und jetzt gibt es viel Platz auf der linken Seite. Der Linksverteidiger fehlt, Varane gegen Hullet, stark gemacht. Schönes Tackling und jetzt wieder schnell in die Spitze hier von Boni und auf der linken Seite wäre wieder Platz. Firmino nimmt nochmal Vieira mit und dann ist die Situation zumindest auf dem linken Flügel vorbei. Dalbert gut gelöst, Vieira wieder Ruhe reinbringen. Also seitdem Ausgleichstreffer nimmt Boni immer wieder gerne den Weg über die Viererkette und Sakul drückt drauf. Also Sakul will hier in 90 Minuten das Spiel beenden, aber momentan löst das hier Boni sehr gut. Findet vorne R9 und hat jetzt zwei Mann vorne drin. R9 und Lionel Messi, der allerdings nicht wirklich durchstartet und damit Schwierigkeiten macht. Und auch hier der Pass, der nicht ankommt, weil Varane vor Lionel Messi startet. 90 Minuten sind gleich um, dann gibt es nur noch die Nachspielzeit. Und ich hatte es schon zur 45. gesagt und ich sage es nochmal zur 90. Crunch-Time. Hier ist es doppelt fokussieren, genauso in der Offensive wie in der Defensive. Und Sakul auf dem Weg nach vorne, R9 auf Joao Felix. Erstmal geblockt, nochmal Aarons, wieder Joao Felix. Im Rückraum Vieira, Neymar auf R9 und da ist der Siegtreffer. 2:3, pünktlich in der 92. Spielminute. R9 für Sakul zum 2:3. Die Partie ist gedreht und ich denke, einen weiteren Angriff wird es hier für Boni nicht mehr geben. Da musste der Schiedsrichter schon sehr gnädig sein. Nein, es gibt nicht mal mehr den Versuch von Boni, hier einen Angriff zu starten und dann gibt es den Schlusspfiff. Und in einer packenden Partie, einer sehr ausgeglichenen Partie, Boni am Ende mit mehr Ballbesitz durch eben den Versuch, hinten ein bisschen Ruhe in sein Spiel zu bringen. Deutlich mehr Zweikämpfe auf Seiten von Boni. Es liegt auch daran, dass Saku die Bälle oft früh in der Hälfte von Boni abgefangen hat. Insgesamt, glaube ich, geht das Ergebnis aus meiner Sicht in Ordnung. Aber eine starke Partie von Boni, wenn du das 2:0 eben nicht so hergibst, dann kannst du hier noch sehr viel holen, aber wenn es dann 2:2 steht und Sakul in einem Lauf ist und wir haben es gesehen, viel druckvolle Situationen, immer wieder vorne drauf, also kein Zurückfallen, sondern trotz der engen Partie vorne drauf gegangen, wurden die unter Druck gesetzt und damit das 3:2 in letzter Sekunde
noch gemacht. That's FIFA und das war mal ein richtig tolles Match. Wenn euch dieses Game gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben, abonniert den Channel und freut euch Donnerstag, sollte es das nächste Match geben. Wir hören uns dann. Bis dahin und ciao.